Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder nach Monaten Emergency Hamburg. Und zwar gab es in der Zeit viele Updates, warum deshalb keine Videos kamen. Um ehrlich zu sein, habe ich es ein bisschen vergessen, das Spiel. Muss ich wirklich ehrlich sein, ich habe es ein bisschen vergessen. Und bis ich das dann auch irgendwann mal... Also bis ich irgendwann mal Bock hatte, das zu zocken, ist dann auch, ja gut, ein bisschen was her. Was man hier auf jeden Fall erstmal schon sehen kann, ist, dass sich hier dieses Logo ein bisschen geändert hat. Dann drücken wir mal auf Spiel starten. Also ich habe keine Ahnung, was sich geändert hat. Deswegen muss ich mal kurz gleich mal gucken. Okay, weiter geht's. So, ich habe mir jetzt einmal die Seite hier aufgemacht, wo alles steht. Wichtige Sache, das, was ich jetzt euch erzähle, ist noch von der vorherigen Version. Also, wie man hier unten erkennen kann, hier steht 3.4.1. Ich erzähle euch jetzt gerade aber erstmal die Updates von 3.4.0. Genau, und danach kommen wir zu 3.4.1. Und der will mich festnehmen, deswegen fahren wir mal kurz hier weg. Also, man kann schon ein paar Dinge sehen. Es hat sich ein bisschen was am Overlay geändert. Das liegt aber tatsächlich nicht an Emergency Hamburg, sondern an... Roblox. Warte, wir parken mal in meinem Parkhaus. In meinem Parkhaus vor allen Dingen. So. Also das hier gehört, glaube ich, tatsächlich einfach ein bisschen irgendwie zum... Ja, das gehört, glaube ich, einfach zu Roblox selber dazu. Hat man ja gerade beim E gesehen, wenn man einsteigt. Das ist ein bisschen anders. Aber darum geht's nicht. Wir gucken uns erstmal an. Ich kriege gerade 100 Millionen Nachrichten, ja, sorry. Also, es gibt drei neue Fahrzeuge. Einmal den Stuttgart Royal Majestic Limousine, nennt man, glaube ich, so. Dann gibt es beim LKW-Unternehmen ein Elektro-LKW, der heißt Stella S100. Wir schauen uns natürlich einmal den auch an. Da würde ich sagen, fahren wir einfach mal zum... Ah, man kann auch mit der Karte nicht mehr... fahren, sehe ich gerade, oder? Oh doch, komm. Gut, wir fahren jetzt erstmal zum, nicht zum Parkhaus, sondern Autohändler. Da ist es. So, wir fahren zum Autohändler. Und dann zeige ich euch einmal den Stuttgart Royal Majestic Limousine. Das ist wichtig noch, die Version 3.4.0. Es soll auch irgendwie... Ernsthaft jetzt, wurde ich gedingst, weil da einer stande. Oh, fast gegen die Laterne gefahren. Hoffen wir auch, dass ich mir das jetzt angucken kann. Man muss jetzt hier über jede rote Ampel fahren, Alter. Das ist ja schlimmer als in echt. In echt sind die ja schon nervig, aber wichtig fürs Leben. Sonst baut man nämlich Unfälle. So, wir fahren jetzt ja auch mal kurz nicht im RP. Ist ja eh kein RP-Server. So, gut. Aua. Lass mich raus. So. Hier, diese E's meine ich, die sehen jetzt ein bisschen anders. Okay, man kann hier übrigens jetzt auch filtern. Das ist nämlich auch ein neues Update, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob das schon im vorherigen Update drin ist. Egal. Wir schauen uns mal an. Hier, den, das ist der nicht. Warte mal, ich muss mal kurz selber gucken. Ah, hier. Das hier ist das neue Auto. So sieht das neue Auto aus. Stuttgart Royal Majestic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sorry, wenn nicht. Den gibt es, oder beim LKW-Unternehmen gibt es natürlich auch einmal einen neuen LKW. Der heißt ja Stella S100 Elektro-LKW. Keine Ahnung, wie man den nennt. Den schauen wir uns auch einmal an. Aber da würde ich euch tatsächlich kurz einmal sparen. Die ganze Fahrt. Wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir angekommen sind. So, da sind wir jetzt auch angekommen und dann schauen wir uns das hier auch einmal an. Da müssen wir aber erstmal leider in den Shop rein, in den Job rein, weil sonst kann ich es nicht sehen. Und hier ist der, das ist auch das erste Elektro-LKW-Dingens, was es so gibt, weil es gibt sonst tatsächlich keinen anderen LKW, den man so als Elektrik fahren kann. Ja. Ich habe auch alle LKWs, wie man hier sehen kann. Ich habe in diesem LKW-Job sehr reingesuchtet, muss man sagen. Also, gut. Na, auf jeden Fall, das hier ist auch das Neue, was man so
nicht holen kann. Bei der Feuerwehr gibt es auch noch eins. Da heißt Feuerwehrschild RTEHLF Truck. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name komplett heißt. Aber auch hier erspare ich euch eben kurz den Weg. Und wir fahren nun eben dahin. So, da bin ich auch bei der Feuerwehr. Und dann gehen wir auch einmal hier rein. Sicht starten, weil sonst kann man die natürlich nicht angucken, die Fahrzeuge. So, und zack. Und hier sehen wir jetzt den Feuerwehr- oder Feuerschild RTEHLF. Und der sieht so aus. Leider habe ich den Pass jetzt nicht, sonst könnte ich es euch auch zeigen, wie der von außen aussieht. Ich habe mir aber ehrlich gesagt dieses Elektrozeug nicht geholt. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Und deswegen habe ich es mir einfach nicht geholt. So. Allerdings gibt es auch noch ein neues Schadensystem. Und hier wird beschrieben, alle verschiedenen Dinge, die Schaden nehmen können, reagieren jetzt richtig auf alle Arten von Schaden. Also man kann Kassen- und Verkaufsautomaten durch Faustschläge, Schüsse, Explosionen und Baseballschläge öffnen. Finde ich sehr geil erstmal. Glasfenster können zerbrochen werden. Da testen wir doch gleich mal. Sofern wir in... Ich hoffe, das geht in der Polizei auch. Dann würde ich das tatsächlich einmal bei der Polizei testen. Ihr müsst wissen, dieses Update gibt es schon etwas länger. Also es gibt bestimmt die einen oder anderen YouTube-Kanäle, die das schon erklärt haben. Und ich erkläre euch das jetzt, aber macht doch nichts. Außerdem gibt es Sicherheitskameras, können von Kriminellen zerstört werden. Bomben explodieren, wenn auf sie geschossen wird oder wenn eine andere Bombe in der Nähe explodiert. Autos werden jetzt durch Explosionen beschädigt. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Schadensdinger. Finde ich auf jeden Fall sehr geil, muss ich sagen. Also, das Bomben explodieren, wenn man drauf schießt, finde ich erstmal ein cooles Feature, dass man die nicht immer zünden muss. Also, ich denke mal, man kann die immer noch zünden. Aber ist natürlich ein gutes Feature, die einfach selbst zu zünden. Und die wird einfach falsch gefahren, merke ich gerade. Und dass auch Autos explodieren können. Also, was heißt explodieren? Dass sie kaputt gehen können, wenn du praktisch deine Bombe explodieren lässt. Finde ich ganz geil. So, außerdem wird es neue Tankstellen, Werkzeugladen und Farmladen überfälle. Die Kassen lassen jetzt Stapel von Scheinen mit unterschiedlichen Werten fallen, die von 20 Euro bis 500 Euro reichen. Es wurde ein neues Gebäude am Hafen hinzugefügt, in dem Lkw-Fahrer Waren ausliefern können. Es wurde ein separater Button auf mobilen Geräten für die Verhaftung und Heilung von Spielern hinzugefügt. Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr nice Sache. Wir gucken uns gleich beim Hafen noch einmal das Gebäude an. Aber erstmal fahren wir jetzt hier kurz zur Polizei und gucken, ob wir hier irgendwas kaputt schießen können. Autsch. So. Wir gucken mal. Wir können ja mal kurz gucken. Ah, okay. Du kannst keine Schichten beginnen, weil alle 14 Schichten derzeit voll besetzt sind. Das heißt, es gibt jetzt auch irgendwie so ein Schichtensystem. Gut, dann erzähle ich euch einfach ein bisschen was weiteres. Kleine Änderungen und Verbesserungen. Die Preise für Fahrzeugreparaturen basieren nun auf der Anzahl der PS eines Fahrzeugs und reichen von 1200 bis 5000 Euro. Verbessertes UI für die Schicht-Timeouts. Verbessertes E2-Interact-Design. Okay, das ist tatsächlich doch von... Von Immersion Serburg. Die Position der Bushaltestelle an der Polizeistation wurde geändert und andere kleine Planänderungen. Man sieht es hier. Hier sind jetzt tatsächlich Parkplätze. Hallo? Hier sind jetzt Parkplätze und dort die Bushaltestelle. Das war ja vorher andersherum. So, Taschenlampen, Knopf für Waffen und auf Mobilgeräten hinzugefügt. Ausrüstungsabklingszeit für Nahkampfwaffen hinzufügt, um den Trick mit den erneuten Ausrüstungen zu beheben. Eingangsstraßen zu Häusern etc. haben nun gepunktete Linien statt eine durchgezogene Linie. Das Startkapital neuer Spieler wurde auf 14k erhöht. Während des Fahrens wird die Minimap nun herausgesucht. Der Preis für Bomben wurde gesenkt. Verbesserte Erkennung von Treffern, verbessertes Wolfsburg-Karrenmodell. Verbessertes Bubble-Chat-Stil-Gänge für Elektrofahrzeuge wurden entfernt. Fehler mit unsichtbaren Türklinken behoben. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Geldtransfer nicht funktionierte, wenn ein Spieler kurz nach dem Beitritt das Spiel verließ. Fehler behoben, bei dem
bei dem der Schlagschaden beim Schlagen mit einer Scharfschützenwaffe vervielfacht werden konnte. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem manchmal ein Dealer-Wegpunkt fehlte. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Ausdauer verbraucht wurde, obwohl sich der Spieler nicht bewegt hat. Die Navigation in der Fußgängerzone wurde verbessert. Das Startauto Wolfsburg-Handel für neue Spieler ist nicht mehr in Grün. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem einige große Fahrzeuge abgeschleppt werden konnten, wodurch der Abschleppwagen einen Bug verursachte. Verbessertes Anti-Cheat-Erkennung und verbesserte Ampelmännchen. Und das ist aktuell so das Jubiläums-Update, wie man es so beschreibt. Ich werde euch jetzt einmal kurz nochmal zeigen bei dem Hafen. Und jetzt kurz einmal kurz testen, ob das bei der Polizei jetzt funktioniert. Warte mal, kann ich hier auch. Ja, sollte funktionieren. Jetzt gut, wir testen es mal. Ja, es funktioniert. Gut, wir gehen mal in die Streifenpolizei. So, und jetzt muss ich mal kurz testen. Geht das hier? Ja, man kann. Die Türen kann man nicht, aber. Das hier kann man alles. Kann man hier drin auch. Ja, du kannst sogar tatsächlich hier drin auch alles kaputt machen. Einmal durch hier. Finde ich auf jeden Fall eine nice, sehr coole Sache. Wenn jetzt noch Frage ist, ob man auch die. Okay, die kann man nicht. Okay, ich wollte schon sagen. Finde ich, aber sehr geil. Kann man. Nee, kann man nicht. Okay, man kann nur so diese Sachen kaputt machen, die auch hier so ein bisschen dazugehören. Also. Lass mich in Ruhe. Hallo. Jetzt werde ich hier gerade angegriffen während des. Hilfe! So. Zack. Okay. Wir fahren einmal gleich zum Hafen und dann zeige ich euch noch was anderes. So, und da bin ich. Und jetzt kann man hier einmal sehen, hier sind jetzt diese Gebäude. Was heißt Gebäude? Also hier diese Hafendinge. Diese Polizei verfolgt mich immer noch. Gut, wir fahren einmal kurz von der Polizei weg. So. Was mir gerade auffällt, dass ich nur noch 0,2 Liter Dings habe. Das heißt, mein Auto fällt gleich raus. So, komm hier, nimm mich fest. Ja, merkst du selber, okay, ne? Okay, Leute. Egal. Wir gucken uns jetzt einmal kurz nochmal das andere Update an. Okay, das 0, das 3. Punkt 4.1 ist eigentlich relativ dasselbe, was auch schon erklärt wurde bei dem anderen. Ich weiß gar nicht, was sich jetzt hier noch so geändert hat. Ich glaube, Clothing Store. Da frage mich gerade. Ah ja, hier, Clothing Store. Da kann ich jetzt schlecht hinfahren. Oha. Banks. Er ist ja voll Ehrenmann. Danke. Bruder, er hat gerade einfach mein Video gerettet. Grüße gehen raus. Ich habe leider deinen Namen gerade vergessen. Sonst hätte ich jetzt noch gesagt, wie du heißt. Aber egal. Das sieht man ja im Video, wie du heißt. So. Also wir fahren nochmal kurz zu diesem Hafen City, denn so heißt ja der Ort. Und da gibt es einen Clothing Store. So, es gibt auch einen Promo-Code. Ich weiß aber aktuell nicht, ob er noch verfügbar ist. Wir testen den aber gleich. Und hier gibt es gerade ein bisschen Schwierigkeiten. So, ich fahre gerade. Ja, da hinten, da rechts ist er. Und wir gucken uns den. Gucken uns den auch einmal an. So. Dann parken wir doch mal hier kurz einfach beim Bus, weil wir dürfen das. Wir sind hier der Bürgermeister. So. Clothing Store. Natürlich ist das natürlich alles hier mit Robux. Ne? Also die kann man hier alle mit Robux kaufen. Denke ich mal, oder? Ja, man kann die hier mit Robux kaufen. Finde ich aber eine geile Sache, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, dass man hier auch Sachen ausrauben kann. Finde ich sehr, sehr geil.
Und hier kann man die auch sehen, aber die kann man natürlich nicht anklicken, denn man kann nur hier die hier anklicken. Finde ich eine nice Sache, ne, um einfach mal auch den Inhaber hier zu unterstützen. Finde ich sehr cool. Gebäude, Clothing Store. Würde mir auf jeden Fall noch wünschen hier, dass hier tatsächlich ein bisschen mehrere Sachen noch hinkommen. Vielleicht hier bei dem Hafen dann auch wirklich so Schiffe oder auch Boote, die man so fahren kann. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber das kommt eventuell noch. Die haben ja auch Gebäude hingeklatscht, sehe ich gerade. Die gab es nämlich vorher nicht. Ich glaube aber, sonst gibt es hier nichts Neues außer den Clothing Store. Leute, das war's auch mit dem Update von Emergency Hamburg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und auch guten Tag. Haut rein, Leute, euer Timo. Ciao, ciao.